Politiker. Ja, ihr seht ja auch, gleich geht die Parade los. Ich habe jetzt den letzten Redebeitrag spontan angekündigt oder spontan dazugekommen. Der André Musser. Der André ist von Knastschadenkollektiv und wie der Name schon sagt, er setzt sich halt mit dem Thema Drogen und Knast, Drogen im Knast und Betäubungsmittelgesetz und seine Folgen in Gefängnissen auseinander. Und ja, herzlich willkommen, André, und Bühne frei für dich. Entschuldige, ganz kurz noch, wenn der André fertig ist, dann geht's langsam rüber und dann geht der Umzug auch los, ja? Ich komme dann gar nicht mehr hier hin, wir erwarten euch dann drüben am Umzug. Vielen Dank, bis gleich. Hallo zusammen. Hallo. Salut. Ich bin der Vorsitzende und Sprecher des Knastschadenkollektivs. Als erstes möchten wir den 1581 Drogentoten und Opfer der Drogenpolitik gedenken. Viele von diesen Opfern könnten heute noch leben, doch die Drogenpolitik, die seit 50 Jahren selbst Marihuana verteufelt, aber Sie, Frau Ludwig, werben für das größte Trinkerfest, dem Oktoberfest, lassen aber gleichzeitig einen Mensch, der schwerkrank ist, für ein paar selbst angebaute Pflanzen für fast 2 Jahre in Haft sperren. Die Justiz Ihres Landes Bayern sieht Marihuana als Einstiegsdroge. Dabei ist uns allen bekannt, Alkohol ist eine Droge und Marihuana für kranke Menschen schon zu Zeiten des Pharaos, also ägyptische Zeiten, schon als Heilpflanze angesehen. Doch wir leben heute 2021 und es reicht uns. Macht es legal. Sie, Frau Ludwig, tragen die Verantwortung von den Verfolgten, der Ärmsten der Gesellschaft. Sie kriminalisieren junge Menschen. Aber die BRD, Bundeswehr, lässt in Afghanistan Bewässerungsanlagen für Opium bauen und schützen sie noch vor Taliban-Angriffen. Und heute? Nein, Frau Ludwig, die Gefängnisse sind überfüllt mit Opfern ihrer Drogenpolitik und viele Menschen von Krebs bis Multis-MS fordern jetzt eine komplette Legalisierung. Aber auch die vielen anderen Menschen wollen nicht saufen und sich ihren Körper ruinieren. Nein, sie wünschen sich das Recht auf Rausch. Daher stoppen sie sofort die Verteufelung von Menschen, die Marihuana zu sich nehmen wollen. Denn der Drogenkrieg ist verloren. Die Zeit ist jetzt reif für eine Freigabe. Wir sind gegenüber der USA, EU ganz, 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 ganz weit unten. Daher macht es legal. Danke.